Hey Leute, diesmal wieder zu Paper Mario. Wir sind hier im Mammutbaum, Herr Dungeon, Map, Level. Ja, und hier ist alles ein bisschen größer, ne? Im letzten Part haben wir eine Riesenmünze gefunden. Kann ich das hier wegmachen? Ne. Auf jeden Fall, im letzten Part haben wir eine Riesenmünze gefunden, wo wir nicht vorbeikommen. Warum wir halt hier weitergehen müssen. Was ja nicht schlimm ist. So, wir sind auf der Suche nach dem Professor. Weil der uns die Genehmigung gibt, halt in den Ruinen uns zu erkundigen. Ja. Das ist der Plan. So, hier aktuell haben wir Riesenkombos getroffen. Immer und immer wieder. Böse Gestalten, die machen uns sehr viel Schaden. So. Und das ist der Stern. Stern! Danke. Da oben ist ein Toad. Ist der Professor tot? Vermutlich. Ansehen. Was ist das denn? Eine Art Kette. Vielleicht der Professor könnte sich verloren haben. Ey, yo. Rede mit mir. Meine Kette. Ey, okay, der. Ich glaube, der Kette ist immer größer geworden. Ah, hallo? Entschuldigung, wenn ich Sie störe, werden Sie leise vor sich hin weinen, aber sind Sie der Professor für Archäologie, stand da, glaube ich, oder? Wir bräuchten eine Erlaubnis, um die Ausgrabungsstätte zu betreten, für die Wissenschaft. Genau, ich bin Professor Toad, Experte für Altkramologie. Aber das ist alles egal, wichtig ist nur, dass ich mein armes kleines Kettchen wiederfinde. Da ist Ihre Kette. Ich hoffe, es geht ihr gut, wo immer sie jetzt gerade ist. Mein armes kleines Kittchen. Wir haben leider keine Neuigkeiten für sie. Auf unserer Suche nach den Farbsternen ist uns ihr Kittchen leider nicht begegnet. Kennen Sie den Weg nach Hause? Vielleicht wartet sie schon dort. Prächtig, so muss es sein. Sie ist bestimmt wieder in heimlichen Gefilden. Meine Kätzchen ist nicht nur süß, sie ist auch unglaublich klug. Sie wusste sicher sofort, was sie tun sollte. Entschuldigt mich, aber ich muss mich sputen. Ich kann es kaum erwarten, ihr liebliches Antlitz zu erblicken. Ich eile mein Kätzchen. Warten Sie, Professor, wir bräuchten wirklich diese Grabungserlaubnis. Natürlich, natürlich, aber dafür müsst ihr euch zu meinem Anwesen bringen. Ich bin auf dem Weg, mein Kätzchen. Ja. Na, der schien ja glücklich zu sein. Hoffentlich wartet sein Kätzchen wirklich zu Hause auf ihn. Ich glaube nicht. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Ein paar Münzen, Münzen. Münzen. Na gut, mal kurz ins Menü. Status. Wir haben 80%. Das ist wenig. Aber wir haben den Stern. Zack. Da, da, da. Ja, wir können ja eh noch nicht weitermachen. Dann die Riesenmünze. Nice. Hier kommen auch einfach Riesenmünzen. Die ultimative super Riesenmünze uns ja den Weg versperrt. Kommen wir da aktuell nicht weiter. So, den grünen Stern können wir aber. Nach da unten. Zu einem etwas kleineren Wald. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Proof. Speichervorgang bitte. Ja. Bonsai-Hain, okay. So, wir gucken mal, ob der Professor da ist und die Hund auch. Ob wir die Genehmigung bekommen, dann könnten wir oben erstmal die Mine zurück. Hallo, aber. Ich glaube nicht. Oder? Oh, hallo Mario. Der Fuß ist zurück und er sieht glücklich aus. Seltsam, ich habe Kätzchen nicht bei ihm gesehen. Yeah. Mein armes kleines Kätzchen, sie ist fort für immer schlurz. Professor, reißen Sie sich zusammen. Ich bin mir sicher, dass sie wieder auftauchen wird. Meldet ihr euch etwa freiwillig, um ihr, mir zu helfen, sie zu finden?
Ich habe gehört, dass ihr auf einer Reise seid, um alle Farbscheine aus Port Prisma wieder zurückzubringen. Stimmt das? Sagt nichts, denn ich kenne die Antwort bereits. Oh, was für eine Fügung des Schicksals. Schiebt euer kleines Projekt einfach für ein Weilchen auf und konzentriert euch darauf, mein Kätterchen zu finden. Hier, damit habt ihr Zugang zu meiner Ausgrabung. Ich glaube zwar nicht, dass sie dort ist, aber man weiß ja nie. Haha. Ach, kommt zurück, mein Schätzchen, Schlurz. Oh yeah, Grabungserlaubnis, okay. Tschüss, Jungs. Wir brauchen euch nicht mehr. So, Speichervorgang. So, dann gehen wir in die Kupfer Canyon. Canyon, natürlich. Der Kupfer Canyon. Oh, okay. Oh, das ist eine Karte. Zack, nimm mit. Der Chemer. So. Halt, um diese Gebiet bis kennen zu können, brauchst du eine Erlaubnis vom Professor. Hab ich. Oh, du hast eine Erlaubnis. Dann komm herein, aber bloß nichts anfassen. Am besten siehst du die Fusil noch nicht mal scharf an. Aber abgesehen davon, viel Spaß. Ja, Junge, ich geb dir. Toll, lass uns nachsehen, was hier so alles los ist. Na gut, vielleicht sollten wir uns außerdem auch nach Farbsternen umsehen. Wie wäre es damit, du suchst weiter nach Farbsternen und ich sehe mich nach Fossilien um. Abgemacht. Dieser Teil der Ausgrabung ist nur über das Gerüst zugänglich. Und passt auf, wo ihr hintritt. Es gab in letzter Zeit immer mal wieder kleinere Erdbeben. Ach ja, Erdbeben ist okay. Rutscht der Hund. Der Hund. So. Ach, oh, okay. Aber ich wollte ihn noch nicht hoch. Ein Dreier haben wir, okay. Zack, zack. So. Ich weiß nicht, kann ich drauf holen? Upsi! Also, ich kann da jetzt einfach so gegen, hm? Hey, Vorsicht, du da! Du etwa absichtlich einen Steinschlag ausgelöst? Also wirklich. Die Fossilien in diesem Gebiet sind äußerst zerbrechlich, also graben wir sehr langsam. Das ist ja langweilig. Bisschen Farbe? Nein. Der ist der kleine Tod ein bisschen angepisst. Wir sagen nur, schon egal. Da kommt dieses Zipfel vom Ohren drunter, danke. Hallo Mario, bist du hier, um dir unsere Fund anzusehen? Wenn du näher ran möchtest, kommst du durch das Loch dort auf die Gerüst, aber bitte sei vorsichtig da drin. Oh, okay. Hier irgendwie? Hm. Okay, was geht jetzt hier denn ab? Viel zu krasse Action. Was ist das denn? Hallo? Ist das nicht ein... Was ist das? Uff, hast du das gespürt? Ach, dafür sind die Teile da, um mir halt zu zeigen, so, ey, hier wackelt's. Es wird immer rumpeliger, was geht da nur vor? Ich muss jetzt einfärben, nein. Gehen wir oben oder unten lang? Weil hinten, da ist was. Ein Knochentrocken! Ein Knochentrocken! Yeah! Oh, Mäuse! Also langsam wird es ja jetzt gut gehen. So, bereit. Hammer Time. So, verprügeln wir einmal diesen Knochen trocken. Soll ich ihn jetzt einmal verprügeln? Ne, er bleibt einfach so liegen, okay. Gut, der hat... Hört der jetzt liegen? Ich will mal irgendwie dahinter kommen. Hm. Ah, okay. Ach Mensch, das Erdbeben hat das Gerüst demontiert. Könnte vielleicht mal jemand Rücksicht auf unsere Arbeit machen nehmen. Okay. Okay, ich denke mal, da muss ich die echt mit Feuer oder so bekämpfen. Oder Eis. Ah. Bohrungssprungkarte, okay.
Ja, okay, da komme ich durch. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang. Hier vorne habe ich gesehen, können wir noch einfärben. Nein, nicht getroffen den Sprung. Ja, okay, Bohrungssprung. Bohrsprung. Spring mit ganz gewöhnlicher Bohrkraft auf einen Gegner mit oder ohne Stacheln. Trifft bei guter Ausführung auch andere Gegner. Okay. Also wir benutzen die Feuerblume. Bereit. Zack, einmal einfärben. Gib ihn. Hier, hier kommen die Knochen. Bingo. Das ist jetzt einfach mal gar nicht. Was hat hier einfach gar nicht interessiert? Ja, ja klar. Das ist so ein Boomerang, Alter. Okay, das hat die jetzt echt nicht interessiert. So, Tier. Was sagt ihr zu einer Eisblume? Interessiert euch das mehr? Ja. Okay, aber ich weiß schon, wie ich die jetzt halt komplett down kriege. Hm. Die zerfallen ja nur so. Hm. So, zack. Ja, hab ich gesehen hier. Also, da steht er nicht schon wieder. Ah, oh. Okay. So machen wir die Platte, okay. Na gut. Ja, okay, hier kann ich das nicht benutzen. Ah, ich kann da oben einmal rumgehen, okay. Ja, schon sieben. Was krieg ich ja nochmal eine Knochentrockenkarte. Ja, praktisch. Oh, die sind zu grausam. So grausam, aber verdient. So, die Zombies gekillt. Tada. Hi, my name is... Kill him. Oh yes! Jetzt haben wir zwei, das heißt wir können auch... Oh. Wow. Wow. Hier war es mit dem großen Krall. Powerblock. Krass. Einen Moment, in diesem Gebiet soll es doch gar keine seismischen Aktive geben. Woher, also das Erdbeben? In einer örtlichen begrenzten Erdbeben dieser Stärke kann nur von einem Kreatur mit riesigen Ausmaßen hervorgerufen worden sein. Na gut. Ich meine, hallo? Anzeichen einer großen Kreatur? Nein, natürlich nicht. Diese riesen Krallenspuren. Ach, wir brauchen deine Hilfe. Nach diesem großen Erdbeben ist das hier so etwas wie ein Katastrophengebiet. Doppelter Sprung. Ah, hier ist ein bisschen live zu. Oh. Hilfe! Durch die Vibration wurde ein Einsturz ausgelöst und jetzt sitzt ein unserer Ausgeber fest. Schnell! Hilfe! Gibt es dafür nicht Rettertoads? Wo sind die denn abgeblieben? Müssen wir das wohl allein schaffen, Mario? Achso, ja, das ist ja unlogisch. Jetzt erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte schon, es gibt einen Steinschlag. Ja. Okay, ja, wir gehen jetzt mal hoch den Tod retten, oder? Retten, retten, retten! Okay, von mir aus kommt schon ganz schön. Oh. Ein Wurfhammer. Okay. Ja, von da aus kommt schon ganz dran. Müssen wir mal rumgehen. Das Guss ist kaputt. Da musst du wohl den langen Weg nehmen, um ganz nach oben zu gelangen. Versuch mal da, wo die Wand eingebrochen ist. Viel Glück. Danke, Toad. Da könntest du mir ja auch eine Brücke bauen. Lol. Soll ich denn da drankommen? Wenn ich jetzt kaputt mache? Ach, ich kann die ganz kaputt machen, okay. Das ist nicht so. Ich muss irgendwie von der anderen Seite wieder dran, okay. Ey. Geh da rein, Mario. Der lange Weg. Der lange Weg, okay. Ich mag den langen Weg. Da finden wir immer so geile Hünsterhaft.
Geht ganz schön runter. Was bist du? Was zur Hölle bist du? Es ist irgendwie ein ultimativer Mutierter Goomba? Hier ist eine Feuerblume für euch fertig. Zack. Wir machen hier ganz lange Faxen. Einfach. Okay, einer überlebt. Fünf Schaden? Ist das denn ernst, mein Freund? So, scrollen wir ganz da hinten. Da haben wir irgendwo ein paar Schuhe. Aber ich glaube, das ist einfach so ein normaler Sprung. Ausreichend sollte, oder? Für diesen coolen Skelett-Toad. So, excellent. Balalababa. Komm, gib mir mal eine Karte. Schade. Hätte mich interessiert, wie die Viecher heißen. Da oben ist ja einer von den Dingen. So, was haben wir hier noch so? Ja, können wir mal wegmachen. Ich will noch ein bisschen einfärben. Da steht, wir müssen eigentlich oben lang gehen. Darum gehen wir erstmal unten lang. Um zu sehen, dass wir hier was einfärben können. Und uns hochheilen können. Schon wieder. Krass. Nee, können wir auch noch. Wow, okay. Der kann überraschen. Ja, klar! 1 Milliarde Gegner. So, wo sind denn meine Sprünge? Da sind sie doch. Zack, zack. Meine blauen Sprünge hier. Und nice. Nice. Perfekt, ja. Also, der hat sich gelohnt. So, zack, 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 zack. Yeah, und sag mal, geht doch auf 300. Oder? War 290? Nein, 300. Maximale Farbfülle. Also hier sind wir auch schon nichts mehr. Ne? Okay. Jetzt ist es noch gut, dass wir da rüberkommen. Und nebenbei dann ist er noch einfärben. Ja, boah, das wird jetzt zu brutal. Es war doch klar, dass es verkackt wird. Ach, nein. Okay. Komm zurück. Nein! Es fehlt ein bisschen. Bleibt es jetzt stehen? Ich komme. Ist ja nett. Danke. Danke, so. War es auch eingefärbt. Komm, komm, mein Freund, komm. So. Und go! Go! Schneller! Schneller! Ich weiß, will ich jetzt noch runterspringen? Ja, nein, vielleicht. Oh, da oben kann ich speichern schon mal. Da steht ein Toad. Aber ich spring mal hier runter. Haha. Weil hier gab es so viel Stuff hier. So, da gibt es nämlich einen Hammer. Und hier steht halt ein Toad. Ich hatte noch keine Zeit für die Mittagspause. Darum der Schokoriegel. Frag mich bloß nicht. In One-Up. Nice. Danke. Ja. Gut, prima. Gibt's da erstmal einen Hieb drauf? So, wo ist mein blauer Sprung? Was ich echt geil finde. Bam. Perfekt. Der ist echt gut, der ist echt gut. Der verliert halt jetzt nichts, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Da vorne war ein Speicherblock, lange her, dass wir mal wieder ein Level hatten und Speicherblock, ne? So, mein Freund, was hast du noch zu kamellen? Bist du auf dem Weg, um den Tod zu helfen, der eingeschlossen wurde? Viel Glück. Danke. Cool, Leute, ich würde mal sagen, wir speichern hier und machen hier im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal auch wieder ein. Bis dahin und ciao.